Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online. Ja, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, das ist nämlich meine erste Folge seit wirklich langer Zeit. Ich habe nämlich einen neuen PC, mein alter war leider kaputt, weswegen ich in letzter Zeit nichts mehr aufnehmen konnte. Ist übrigens auch der Grund, warum in letzter Zeit so extrem wenig kam. Weil ich nur noch Restvideos hatte, die ich irgendwann mal aufgenommen hatte und die dann nur noch hochgeladen habe und alles andere war eigentlich auf. Vom Aufnehmen her nicht mehr möglich. Ich freue mich aber unglaublich, dass es jetzt anscheinend alles wieder läuft. Ich bin mega happy. Und wir schauen uns jetzt das Fort Pinter Strandfest gemeinsam an. Und ich weiß gar nicht, ob es noch drin ist, wenn ihr jetzt das Video seht. Mal schauen. So, ich habe mal eben noch schnell das Fenster zugemacht. Draußen schreien nämlich irgendwelche Kinder rum. Hey, da kommt Bürgermeister Peanut, der Bürgermeister vom Fort Pinter. Im Maul trägt er einen Briefumschlag. Er möchte wohl, dass du ihn nimmst. Du nimmst den Brief und öffnest den Briefumschlag. Darin findest du eine Einladung mit folgendem Text. Du bist zum Strandfest eingeladen. Ort Fort Pinter Strand. Zeit jetzt. Okay, dann reiten wir mal nach unten und schauen uns mal das Fort Pinter Fest an. Oh, ich freue mich wieder spielen zu können. Und eine Aufnahme läuft und mein Computer stürzt nicht ab. Es ist großartig. Obwohl ich sagen muss, Star Stable lief eigentlich doch ziemlich gut. Also Star Stable war so ein Spiel, was ich trotzdem noch aufnehmen konnte, ohne dass mein PC alle 5 bis 10 Minuten abgeschmiert ist. Aber trotzdem, es läuft irgendwie gleich alles viel besser, habe ich das Gefühl. Aber es ist großartig. Oh, ich freue mich gerade einfach wahnsinnig. Es ist ein Träumchen. Okay, wo soll ich hin? Ah, liegen, liegen. Oh, wow. Direkt wieder irgendwo davor gerannt. Ich liebe einfach alles daran. Ah, guck mal, dort hinten ein Klitzsatz. Klitzer ist immer gut. Talia. Hurra, endlich bist du da. Du hast vom Bürgermeister Spinas formelle Einladung bekommen, was? Willkommen, willkommen. Hallo und willkommen zum fantastischen, zum einzig wahren, wundersamen Strandfest. Ich bin es, der große Theaterstar Talia und an meiner Seite die super talentierte Mel. Der Watson zu meinem Sherlock, der Goofy zu meinem Mickey, die Anne zu meiner Elsa. Oh, wir kriegen irgendwelche Strandmarken. Nun, die Vorstellung hätten wir hinter uns gebracht. Und damit, willkommen, willkommen. Dieses Jahr sind meine Partnerin auf der Dramabühne Mel und ich die Gastgeber dieser Spaß in der Sonne Angelegenheit. Warum seid ihr die Gastgeberin? Aufgrund unserer extrovertierten Persönlichkeiten, unseres hervorragenden Rufs, wurden wir eingeladen, dem Fest mehr Leben einzuhauchen. Anscheinend hatten es die Leute satt, den ganzen Sommer eklige Getränke zu trinken und Strandtücher zu falten. Ich meinte, also wirklich, was für eine Horrorvorstellung. Ah, okay, ist das dieses Jahr also nicht drin? Und unsere Anweisung verleiht dem Festival ein frisches Gefühl. Ja, wir bringen den luxuriösen Glanz und Glamour der Stars mit. Sand, Meer, Haie. Was will man mehr? Aber jetzt, liebe Lara, habe ich erst einmal eine Frage an dich. Antworte mit Bedacht, denn deine Antwort könnte das Schicksal dieses Ereignisses für immer besiegeln. Sie übertreibt. Also sag mir, was bedeutet das Strandfest für dich? Ich kann in der Sommersonne relaxen, ich kann mit meinen Freundinnen abhängen, ich kann mit meinem Pferd chillen. Was soll die Frage? Ich kann mit meinem Pferd chillen. Wir sind ja mega das Pferdemädchen. Auszeichnend. Umwerfend, wunderbar. Und jetzt verrate ich dir, dass jede Antwort die richtige war. Ja, es stimmt. Das Strandfest bietet für jeden etwas. Wir arbeiten mit dem Tourismusminister von Fort Pinter zusammen, um die bisher beste Strandparty auf die Beine zu stellen. Er ist ein interessanter Junge, sehr leidenschaftlich, was finanzielle Belange angeht. Wie dem auch sei, wir sind stolz sagen zu können, dass dieses Fest gleichermaßen entspannt und unterhaltsam ist. Zumindest hoffen wir das. Dürfen wir dich herumführen? Sehr gerne. Hier drüben ist der neue Smoothie-Strand. Alles, was hier angeboten wird, ist vorher zur Qualitätskontrolle geschmacklich geprüft worden. Ab sofort gibt es kein Kartoffelwassergetränke mehr. Okay. Hier könnt ihr die neue biologische abbaubare Papierlaterne fliegen lassen und beobachten, wie sie wie Sterne über dem Meer schweben. Sind deine Taschen voll? Wir haben die Lösung. Schließfächer. So kannst du jederzeit großartig aussehen, ohne deine alten Klamotten und Reitsachen mit herumschleppen zu müssen.
Wenn du dich noch einkleiden willst oder Shadow Dragon das Neueste, was der Sommer an Reitausrüstung zu bieten hat, gönnen willst, erweitere dich unsere Strandboutiquen. Und die Krönung des Ganzen, Angeln. Oh nee, nicht angeln. Wir und der Jorvik Angelclub haben hart daran gearbeitet, eine spaßige und intuitive Aktivität anzubieten, ohne den Fischis zu schaden. Glaub mir, das willst du nicht verpassen. Und zu guter Letzt, Trommelwirbel bitte. Die Tanzfläche. Die Tanzfläche? Oh nein, wir haben vergessen, die Tanzfläche aufzubauen. Sieh nicht dorthin, das macht die Stimmung kaputt. Okay. So, da hätten wir ein Problem. Was ist eine Strandparty ohne eine Tanzfläche? Ja, keine gute Strandparty auf jeden Fall. Wir waren so damit beschäftigt, für eine entspannte Atmosphäre zu sorgen, dass wir ganz vergessen haben, die Tanzfläche aufzubauen. Wenn du Zeit hättest, uns dabei zu helfen, Lara, würde das Fest seinen letzten Schliff bekommen. Du musst einfach nur aus den Teilen der Kiste die Tanzfläche zusammenbauen. Frage uns, wenn du noch Tipps brauchst. Ah, wir brauchen doch keine Tipps. Wir sind Profis. Ich habe gerade überlegt, wie ich absteige, aber man muss einfach X drücken. Okay, machen wir das. Oh mein Gott, ich bin so excited. Tanzfläche. So, Talia. Du bist unsere Heldin. Die Tanzfläche sieht unglaublich aus. Hast du sowas schon mal gemacht? Du bist echt ein Naturtalent. Ich bin einfach ein Naturtalent. Die Gute sagt es. Oh ja, ich liebe diese Musik. Ah, das ist so nice. Ich liebe sie. Fantastisch. Das Fest ist im vollen Gange. Wir haben euch lang genug warten lassen. Bitte macht es euch gemütlich, entspannt und genießt alles, was das Strandfest zu bieten hat. Hallo, Strandfest. Au, meine Ohren. Lara, du siehst aus, als bräuchtest du dringend etwas Spannendes zu tun. Tja, ich habe genau die richtige Aktivität für dich. Du stehst auf Magie. Was wäre, wenn ich dir sage, dass es Magie wirklich gibt und du sie noch heute erleben kannst? James, etwas hatten wir nicht vereinbart. Jawohl, für nur 10.000 Monjovic-Schlinge? Das kann ich mir nicht mal leisten. Man kann nämlich nur 10.000 Schlinge haben. Oha, was ist das? Kannst du an einem Rennen teilnehmen, bei dem du auf dem Wasser läufst? Das ist pure Magie. Geh runter ins Wasser und sprich mit unserer wagemütigen Magierin Isabel Fick, um mehr herauszufinden. Und vergiss nicht, an unseren erfrischenden Ständungen dein Portemonnaie zu zücken und deinen Durst zu stillen. Oh, und nimm dir was aus unserem Souvenirshop mit, bevor du nach Hause gehst. Coldman over and out. Jetzt habe ich auf einmal Kopfschmerzen. So war das Schrankfass nicht gedacht, aber wir können ihn schlecht daran hindern. Na los, probier Isabel magisches Rennen aus und erzähl uns, wie es war. Ich habe aber keine 10.000 ein Jorvik-Schilling. Was soll denn das? Das ist Abzocke. Wucher. Frech. Einfach nur frech. Ich hoffe übrigens, dass mit der Qualität alles stimmt. Ich muss mir auch OBS und alles nur runterladen und alles so einstellen. Und ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht als beim letzten Mal. Angeblich soll die Qualität besser sein. Bei Star Stable macht das, glaube ich, jetzt nicht so den krassen Unterschied, weil Star Stable jetzt nicht so das krasse Spiel ist, was Grafik und so angeht, aber ich hoffe, es sieht nicht scheiße aus. Aber ich habe eigentlich vorhin einen Test gemacht und es sah gut aus, also mal gucken. Aber ich muss doch die Grafik erstmal wieder hochstellen. Okay, ich rede schon wieder so komisches Zeug. Oh, du meine Güte, eine Person, hallo, eine Sekunde. Ich muss mich kurz in Ruhe einfinden. Der Touristenminister wünscht sich das so. Hallo und willkommen zu der aufregenden Aktivität, die unser Fest zu bieten hat, unser Rennen. Beginnen wir mit dem klassischen Strandrennen. James findet ja, das Rennen fehlt es an Flair, aber ich mag es ganz gerne. Okay, also das ist jetzt das klassische Rennen ohne Überwasserrennen anscheinend. Wer war sie denn? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer sie war. Doch, sie war das mit diesem kleinen Äffchen, aber in welchem Zusammenhang waren das? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, ah, ich bin falsch abgebogen. Ach, das war das Rennen, oder? War das das Rennen, wo wir so komisch über... Ja, ach nee, das war nicht so blöd. Ich mochte das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war das Rennen, was ich nie mochte. Oder? Mochte ich das Rennen? Mir fehlt da ein bisschen die coole Star Stable Musik. Ich finde es schade, dass diese DJ-Musik man nicht über den ganzen Strand hört. Das wäre extrem schön. Ah, ist großartig. Guck mal, hier stehen auch wieder alle rum.
Genau, jetzt musste man hier reinhüpfen. Ah nee, ist das ein bisschen anders als die letzten Jahre? Irgendwie war das... Ah nee, jetzt geht's nochmal rum. Genau, das war jetzt, glaube ich, immer der Punkt, wo ich versagt habe. Weil ich immer in Ah nein, doch, das ist jetzt hier alles ein bisschen breiter, kann das sein? Dass das jetzt angenehmer ist? Ich glaube, das ist jetzt angenehmer zum Reiten. Guck mal, wir haben es schon geschafft. Wie fandest du es? Nicht schlecht, oder? Na, dann warte ab, das nächste Rennen wird dich von den Socken hauen. Lass mich kurz meine Rolle finden. Ich bin gespannt. Willkommen zum Mystischen, zum Magischen, zum Wundersamen Adins Rückkehrerin. Bist du bereit, die Wellen zu bezwingen und über das Wasser zu laufen wie Adin selbst? Das Rennen kostet normalerweise 10.000 und ein Jorvik-Schwing. Aber da du die Erste bist, die es ausprobiert, können wir die Gebühr auf unbestimmte Zeit erlassen. Trachte es als ein Zeichen der Großzügigkeit unseres Tourismusministers persönlich. James, so großzügig? Sicher, dass das so abgesprochen war? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Reiten wir jetzt wirklich übers Wasser? Wir sind ja voll cool, wir reiten übers Wasser. Ich muss davon ein Foto machen. Excuse me. Wir sind ja voll cool. Sorry. Ich brauche noch ein Thumbnail, ne? Ich glaube, ich muss ja aber ganz genau aufpassen, dass ich hier drauf reiten bleibe. Auf diesem Weg bleibe. Yay, das ist ja cool. Eigentlich hätte ich jetzt die Wasserpferde mir nehmen sollen. Ne? Also die letzten Wasserpferde, die jetzt neu reingekommen sind als Urpferde. Die habe ich mir zum Glück noch schnell kaufen können. Wow, da fährt ja einfach so ein Ruderer. Das ist ja fancy. Ja, stylisch. Ich bin gerade dezent beeindruckt, muss ich sagen. Hüpf. Und hüpf. Ihr wisst gerade gar nicht, wie glücklich ich bin. Ich spiele gerade schon 15 Minuten und mein PC ist noch nicht abgestürzt. Es ist ein Träumchen, Leute. Es ist ein Träumchen. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Da ist ein Hai. Der wollte mich fressen. Eindeutig. Mich und Shadow tracken. Das ist ja voll das coole Rennen. Ich liebe alles daran. Es hat funktioniert. Nicht zu fassen. Es hat funktioniert. Ich bin meinem Traum eine echte Magierin und wie Idris zu sein, einen Schritt näher gekommen. Du bist noch hier. Bitte sag mir, dass du das nicht gerade gehört hast. Nein, alles gut. Zurück zur Entspannung. Danke, dass du meinen Rennen ausprobiert hast. Bitte lobe es bei Mel und Talia. Mache ich. Oh, wir kriegen irgendein Oberteil. Wieso juckt meine Nase? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Immer wenn ich aufnehme, juckt mir irgendwas. Das habe ich sonst nie. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich nur, wenn ich aufnehme. Ist das irgendwie so eine Art Lampenfieber? Obwohl das sinnlos ist, weil ich bin ja gar nicht aufgeregt, aber weiß ich nicht. Okay, dann bist du ja wieder. Dass du und Shadow Dragon hier seid und nicht dabei am Land zu schwimmen, kann nur eins bedeuten. Es muss echt sein. Bist du wirklich über das Wasser geritten? Ja, bin ich. Es ist pure Magie. Wenn eine Magierin wie Isabel Fake das Rennen moderiert, kann jeder alte Zaubertrick wie Magie wirken. Aber ich weiß nicht, wenn James Coldman damit zu tun hat, muss mehr dahinter stecken. Ja, das weiß ich. Wie dem auch sei, James macht unsere Vorstellung von einem entspannten Strandfest total zunichte. Mach dir keinen Kopf deswegen, Talia. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Es gibt hier noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, Spaß zu haben, ohne dass man all seine Jorvik'schen Dinge verplempert oder sein Leben riskieren muss. Du hast recht, Mel. Und wir können ja immer noch versuchen, uns mit James irgendwie zu einigen. Die Show muss weitergehen. Wir hoffen, du genießt das Fest auch weiterhin. Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Und bald kommt noch mehr. Okay, aber ich würde mich jetzt erstmal wieder von euch verabschieden. Wir machen dann das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen.
Mal sehen, was da noch so weiter hier. Ja, mal gucken, was noch weiteres auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt gefällt mir das Strandfest super cool. Ich finde es richtig toll, dass wir so ein neues Rennen haben. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal zu irgendwas wieder. Und bis dann. Bye, bye.